Hallo, liebe Community, hier zum Playcast Nr. 30. Begrüßen euch der Hyuga und ich, Didraki. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns hier am Start seid, bei Playmassive und Playnation. Ja, wir beginnen auch direkt mit einer absoluten Skandal-News. Ja, denn es gibt einen riesengroßen Skandal. Super Mario trägt Pelz. Ja, und das ist zumindest ein Skandal für die gute Peter. Ne? Wir kennen Peter von den berühmt-berüchtigten Nacktplakaten, ne? Lieber nackt als Pelz. Und die Peter hat jetzt quasi so ein kleines 2D-Spielchen rausgebracht, in dem es ja darum geht, dass ihr quasi Mario dafür verprügeln müsst, dass er einen kleinen Tanuki, zu Deutsch einen Marderhund, ja, die Haut mehr oder weniger abzieht, um sie dann zu tragen. Ne, wir kennen das damals aus Super Mario Bros. 3, wo ihr mit diesem lustigen, ja, quasi Waschbärpelz durch die Luft segeln konntet. Das wird wohl im neuen Mario auch wieder möglich sein und das fand Peter scheinbar so überhaupt nicht lustig. Und deswegen da diese ganze Aktion. Das Ganze rief natürlich, glaube ich, nicht ganz so freudenschreiende Reaktionen in der Gaming-Szene hervor. Dementsprechend gab es ein paar Tage später gleich die nächste Stellungnahme, nämlich die Kampagne gegen Mario ist ironisch zu verstehen. Ja, wir haben ja darüber berichtet und nun scheint aber diese ganze Kampagne laut der Tierschutzorganisation nichts als ein kleiner lustiger Scherz gewesen zu sein. So gab Shakira Croak, die Medienkoordinatorin der Gemeinschaft, zu verstehen, dass, ich zitiere, Peters Spiel ironisch gemeint war und nur einen witzigen Weg darstellte, um die Aufmerksamkeit auf ein ernstes Thema zu lenken. Ja, inwiefern das jetzt wirklich so ist oder dass das Ganze ironisch gemeint war oder vielleicht doch ein paar ganz hardcore Peter-Mitglieder da wirklich sagen, das geht so nicht, hier wird Pelz tragen verharmlost, das darf nicht wahr sein. Ja, das weiß man nicht. Wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Wir glauben Peter. Ich habe mir das Spiel jetzt selber noch nicht so großartig angeguckt. Ich glaube, das muss man vielleicht auch nicht unbedingt so sehr. Es sah nicht ganz so nett aus. Ja. Weiß ich nicht, Computerspiele, um auf Pelzträgerei aufmerksam zu machen, weiß ich nicht. Pelz tragen ist doch eh irgendwie so eine Sache aus den 80ern und vielleicht noch aus den 90ern. Aber wird eigentlich heute noch so richtig Pelz getragen? Also gut, vielleicht bei den oberen 10.000, aber wenn ich so durch die Straßen laufe, also ich war letztens schon sehr überrascht, als ich ein Pelzgeschäft gesehen habe und dachte schon, sowas gibt es doch gar nicht mehr. Ja, irgendwie gibt es das schon noch. Also es ist zwar gesellschaftlich auf irgendeine Art und Weise schon irgendwie ziemlich verschrien inzwischen, weil natürlich inzwischen jeder Dritte auch weiß, wie es auf so Pelzfarmen gerade in östlichen Gefilden aussieht. Deswegen ist Kunstpelz eigentlich immer ein bisschen angesagter als Echtpelz. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die tragen das noch, weil es ist ja ein Statussymbol und Tralali und Tralala und Bum Bum Bum. Also ich weiß nicht. Ich erinnere mich gerade noch an ein Zitat, da war ich noch, glaube ich, sehr jung. Und die berühmteste Couch Deutschlands, die Wetten, das Couch, hatte ein Tigermuster. Und der gute Thomas Gottschalk sagte damals, keine Angst, dafür ist nur ein Vorhang gestorben, kein Tiger. Also damals kam das ja auch schon ein bisschen auf mit diesem kein Pelz und tralala. Ich erinnere mich noch an Leute, die mit Farbeiern beworfen wurden, weil sie Pelz getragen haben. Finde ich lustig. Also meine Mama hatte früher immer einen Pelz im Schrank hängen und ich kann mich noch erinnern, dass dieses Teil immer ziemlich gestunken hat. Also ich frage mich sowieso, erstmal ist so ein Pelz ziemlich schwer. Der wiegt ja echt einiges. Da muss man den ganzen Abend da drin bleiben, da mieft man wie Sau auch durch das Leder, was da unten an dem Zottelhaar dran ist. Das ist, naja. Ja, ich weiß nicht. Also man kann auf jeden Fall Peter nur Daumen hoch für ihr Anti-Pelz-Engagement, aber ob da jetzt wirklich der arme kleine Mario für ihr halten muss, ich weiß es nicht. Na gut, Mario wahrscheinlich, weil der natürlich noch der die größte Aufmerksamkeit erregt, wobei die Aktion für sich aus meiner Sicht so ein bisschen im Sande verläuft, weil ja in wie vielen Spielen kann ich Zottelbären mit dem Schwert erschlagen? Teilweise, weil sie mich angreifen, teilweise, weil ich es kann. Und ob das dann nun wirklich der Weg ist, um da Aufsehen zu erregen, ich bin da sowieso mal so ein bisschen skeptisch. Es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die zünden Häuser an, zerschneiden Gemälde und wollen auf hungernde Kinder in Afrika aufmerksam machen. Ist zwar von der Idee, also der Grund dahinter, das ist ja zwar richtig, man sollte natürlich immer auch bedenken, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, aber ist es dafür nötig, irgendwen anzuprangern, wie es bei Mario der Fall ist, oder eben Gemälde zu zerschlitzen? Also
Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob da wirklich immer, ja, wie sagt man so schön? Es fällt mir dieses berühmte Sprichwort nicht ein. Dir fällt öfter mal was nicht ein, Ja, du hilfst mir auch gar nicht, lässt mich hier wieder eiskalt. Ich weiß auch überhaupt nicht, was du sagen willst. Das ist schade. Aber egal, überspringen wir das einfach. Ich sitze nicht in deinem Kopf. Ich meine, genau, manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Und ich glaube nicht, dass es in diesem Fall der Fall ist. Nee, nicht unbedingt. Ich meine, es hat nur eine relativ breite Medienaufmerksamkeit bekommen, denke ich, so ein bisschen. Es gab da einige Leute, die drüber gesprochen haben. Wenn Peter dadurch ein bisschen PR kriegt, ich meine, man sagt ja immer, ne, auch schlechte PR ist PR, vielleicht hat es ja geholfen. Ja gut, also in dem Zeitalter der digitalen Informationen, wo jede News irgendwie ausgeschlachtet wird, ist natürlich klar, ja, wenn sich da die Peter hinstellt und angeblich in einer, sag ich mal, etwas lustig gemeinten Aktion gegen Mario hetzt, um halt auf Pelztragen aufmerksam zu machen, da stürzt sich natürlich die ganze Welt drauf, weil es geht um die Peter und es geht um Mario und natürlich um die Verbindung zwischen Real Life und zwischen Gaming. Und deswegen ist es schon sehr medienwirksam. Aber weißt du, was derzeit auch noch sehr medienwirksam ist? Jetzt bin ich gespannt. Skyrim! Achso. Skyrim. Überall sieht man Skyrim. Sogar auf Pro7, bei einem deutschen Privatfernsehsender, sehe ich Skyrim in der Werbung. Und denke mir nur, boah, ey, wie weit haben es diese Spiele mittlerweile gebracht? Und Skyrim ist ja auch in aller Munde. Das Spiel ist ja nun in der letzten Woche erschienen. Rechner. Und natürlich auch in aller Rechner, in aller Spielekonsolen. Aber natürlich, wie es für ein Spiel auch üblich ist, zieht es auch so einige Probleme mit sich. Und da ist jetzt lustigerweise ein Bug bekannt geworden, wie man in-game ganz, ganz viel Geld, eigentlich so unendlich Geld, bekommen kann. Und zwar geht es da um ein Skelett, aus dem man ein bestimmtes Buch looten muss. Und dieses kann man dann immer wieder, das kann man immer wieder rauslooten, dann eben für 50 Gold verkaufen. Und es gibt auch einen ganz speziellen Ort, wo dieses Skelett vorkommt. Und dieser Bug hat natürlich schon die Runde gemacht, schon relativ, eigentlich direkt nach dem Release, und ist natürlich blöd, gerade für ein Rollenspiel, wo es ja auch darauf ankommt, dass man sich einen gewissen Geldwert erspielen muss, um sich dann die Tränke zu leisten, die Ausrüstungsgegenstände zu leisten, alles, was da so mit drumherum ist, ist es schon halt relativ lol, wenn es da in-game so einen Bug gibt, den man ganz, ganz viel Geld bekommt und sich somit das Spiel, vereinfacht. Aber die Jungs vom Bethesda sind ja auch dran und fixen wie die Wilden und sind ja auch, derzeit, arbeiten sie ja schon wieder eifrig am nächsten Patch. Und der PR-Chef Pete Hines hat ja auch letztens getwittert: Wir setzen unsere Arbeiten an einem Patch für alle drei Plattformen weiter fort. Mit diesem Update wollen wir Bugs entfernen und die Performance verbessern. Wir beheben so viele Bugs und Fehler wie möglich. Ich weiß nicht, ob wir ausgerechnet deinen Bug beheben werden, aber es ist in unserem Interesse, dass so viele Fehler wie möglich auszumerzen. Patches und Updates brauchen ihre Zeit. Das Spiel ist seit 5 Tagen auf dem Markt. Beruhigt euch, wir arbeiten daran. Ja, vor 5 Tagen auf dem Markt, muss man dazu sagen, die News ist uns bekannt. Die News ist vom 16. November, also jetzt zum Aufnahmezeitpunkt schon wieder fast eine Woche alt. Aber es ist halt, wie gesagt, natürlich so, Skyrim hat viele Fehler. Allerdings finde ich spiele das Spiel ja selbst, weniger Fehler, als es noch Oblivion hatte. Ne? Also da, natürlich gibt es immer wieder welche, die sich dann sofort hinstellen und sagen, verbuggter Release. Ich muss sagen, das ist bei Skyrim nicht so. Man kann das Spiel wirklich gut spielen. Allerdings natürlich hier und da gibt es ein paar Grafik-Glitches, dann natürlich diesen lustigen Goldbug. Und natürlich vereinzelte Systeme können noch erhebliche Soundprobleme vor allem mit aufweisen. Aber wie gesagt, die Jungs von Bethesda sind da eifrig dran und schrauben und drehen und hämmern und meißeln. Und sie sind aber auch noch an etwas anderen dran, liebe Leute, nämlich an einem Next Generation Project. Ja, Skyrim ist frisch draußen, aber zur Ruhe wollen die sich noch nicht setzen. Und so suchen sie derzeit einen Senior World Artist sowie einen Quest Designer für ein noch bisher unbekanntes Projekt. Das Einzige, was man so bisher drüber weiß, es soll ein Next Generation Project werden. Bedeutet, ein Spiel, was quasi alles beinhalten wird, was die nächste Spielegeneration beinhalten sollte.
an Grafik, Sounds, Gameplay, also Sachen, die man ja jetzt noch nicht in Spielen findet, sondern sich noch als Zukunftsvision vorstellt. Und mal gucken, was die uns da abliefern. Wenn man so ein bisschen guckt, wie so der Produktionszyklus von Bethesda ist, dann wäre ja als nächstes Fallout 4 dran. Aber ob es sich hier um Fallout 4 handelt, weiß man noch nicht. Könnte natürlich sein, weil World Artist Quest Designer, das würde auch auf jeden Fall zu Fallout passen. Oder sie starten eben noch ein neues Franchise, da lassen wir uns überraschen. Aber wir bleiben für euch auf alle Fälle am Ball. Ja, wir kommen jetzt auch direkt zu einem nächsten mega erfolgreichen Titel. Und zwar zu League of Legends. Denn Trommelwirbel. Ich habe etwas variiert. Das war ein sehr kreativer Trommelwirbel, Maestro. Ich bin gut. Immer sehr kreativ. Ja, nee, ist klar. Ja. Denn League of Legends, das gute LOL, hat inzwischen satte 11 Millionen aktive Spieler. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 11 Millionen aktive, ne? Also nicht 11 Millionen einschlafende Accounts, sondern wirklich aktive Spieler, die sich auch mehr oder weniger regelmäßig einloggen. Über 4 Millionen Menschen spielen quasi täglich League of Legends. Da merkt man dann auch, warum damals diese Servertrennung echt nötig war. Und woher diese ewig langen Warteschlangen kommen, wenn ich mir vorstelle, da waren schon so 2 Millionen Leute vor mir da. Das ist echt heftig. Riot sieht das Ganze zum einen natürlich als super Ergebnis ihrer harten Arbeit, aber auch als Ansporn, um weiterzumachen. Wir zitieren, die unglaubliche Leidenschaft und der Einsatz unserer Spieler sind eine Inspiration für uns, sagt der gute Brandon Beck, Mitbegründer und CEO von Riot Games. Der grenzenlose Enthusiasmus unserer Community macht sie zum Mittelpunkt der Entscheidungen, die wir bei Riot treffen. Ich meine, das kann man bei LOL ja wirklich sagen, da wird ja wirklich viel mit eingearbeitet, was auch aus der Community kommt, das findet man auf jeden Fall sehr schön. Die Community wird ja auch im Tribunal mit einbezogen, ne? Da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten, ihr erinnert euch, dieses tolle System, wo Spieler sich gegenseitig quasi bestrafen oder ja eben nicht bestrafen können, wenn sie mehr oder weniger Mist gebaut haben in irgendwelchen Spielen. Ja, also ich finde das auf jeden Fall klasse und verdient, es kommen ja immer noch auch regelmäßig neue Champions, es ist also kein Spiel, das irgendwie brach liegt. Und wir sagen auf jeden Fall fett, fett Gratz an Riot. Da. In einer Zeit, in der ja viele Online-Spiele aufgegeben werden, wir sehen Lego Universe oder Mythos oder viele andere, oder wo sogar Branchenriesen wie WoW ja News rausbringen, dass sie jetzt weniger Spieler hatten oder haben, anstatt früher, wo immer über neue Rekorde berichtet wurde, heißt es jetzt, ah, wir haben mal wieder 500.000 ja, aktive Spieler verloren. Freut es mich doch, dass ja so ein Spiel wie League of Legends, was am Anfang, als es angekündigt wurde, ja nicht ganz so groß aufgefasst wurde, jetzt ja eigentlich das Spiel ist, das über immer mehr Spieler berichtet. Es hatte 11 Millionen aktive Spieler, also wirklich 11 Millionen Leute, die das Spiel auch noch in regelmäßigen Abständen zocken. Das ist wirklich eine echt gigantische Leistung. Und ja, da hat Riot wirklich damals den richtigen Riecher gehabt und somit war mit eines ja der ersten oder der ersten Dota-Klone, die wirklich dieses Genre für sich wiedergefunden haben und feiert jetzt halt auch die derben Erfolge. Vor allem natürlich, weil das Spiel zum einen kostenlos, aber zum zweiten sehr fair und ich füge sogar noch einen dritten Punkt hinzu, weil es sich auch wirklich verdammt gut spielen lässt. Man kennt es ja gerade, die kostenlosen Spiele sind immer so ein bisschen lala, die sind immer so ein bisschen schlechter eben. Also nicht alle, aber bei vielen merkt man eben doch, dass ne, dieses Gratis-Spiel irgendwo seinen Grund hat. Aber League of Legends ist auf jeden Fall ein Titel, wo wirklich viel Liebe zum Detail betrieben wird und auch, ja, ich möchte jetzt hier nicht noch mehr Komplimente raushauen, sonst denkt man noch am Ende, dass ich hier Geld dafür bekommen würde. Kriegst du nicht? Verdammt, ich hab's gewusst. Ja, aber welchem großen Titel es derzeit nicht so gut geht, ist Battlefield 3 aus dem Hause Electronic Arts bzw. DICE. Obwohl hier natürlich die guten Tests geschrieben werden und auch die Erfolge gesammelt werden, gibt es doch auch ein paar negative Schlagzeilen und so zum Beispiel verklagt jetzt eine Anwaltskanzlei Electronic Arts aufgrund von falschen Versprechungen. Ihr erinnert euch noch bestimmt, wir haben ja im Playcast auch darüber berichtet, dass die
Vorbesteller der PlayStation 3-Version von Battlefield 3 sich die Möglichkeit bekommen, Battlefield 1943 kostenlos herunterzuladen. Ja, das wurde aber noch so ganz kurz vor Schluss nochmal von Electronic Arts gecancelt. Die haben gesagt, nee, machen wir doch nicht. Wir haben uns gegen dieses Feature entschieden. Ja, aber trotzdem sagt jetzt die Anwaltskanzlei Addison McGuire, ja, das kann so nicht sein. Da habt ihr Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten. Viele Leute haben sich das Spiel vorbestellt in ja fröhlicher Hoffnung, Battlefield 1943, beziehungsweise, ich glaube, es war sogar für alle Besteller. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. War es nur für die Vorbesteller oder war es für alle? Auf jeden Fall haben sich viele Leute eben das Spiel gekauft und haben sich gewollt, hey, Battlefield 1943 gibt's auch noch mit dazu. Ja, und das war dann leider am Ende nicht so. Das kann nicht sein. Und deswegen gibt's jetzt hier eine dicke Klage aufgrund von falschen Versprechungen. Wie viele Chancen die Kanzlei damit hat, ja, das steht natürlich in den Sternen und liegt dann auch, ja, in den Händen der Justiz und der Richter, aber wir werden euch da auf alle Fälle noch mehr berichten. Ja, ich finde das ja unglaublich spaßig. Ich meine, die Klagewelle in der Gaming-Szene ist momentan wirklich ganz, ganz massiv. Können wir gleich mal noch zu erzählen, ein ja quasi Real-Life-Gaming-Konzert, ein Analog-Spiele-Konzern. Oh, sowas gibt's auch noch. Rude Ravensburger verklagt nämlich Apple aufgrund der Marke Memory. Ne, wir kennen das alle, wir können froh sein, dass wir noch keine Klage am Hals hatten. Egal, ob das Spiel von Ravensburger jetzt ist oder nicht. Wir haben gesagt, lass mal eine Runde Memory spielen. Nur hat Apple auch diverse Spiele mit dem Titel Memory im App-Programm. Und Ravensburger möchte jetzt die Rechte an seiner Wortmarke schützen. Und deshalb wurde die Entfernung der Apps beantragt. Darauf hat Apple nicht reagiert. Ja, weshalb jetzt der US-Konzern einen Brief einer Anwaltskanzlei erhielt im Auftrag von Ravensburger. Und Apple hätte die Frist versäumt, die Apps mit der Wortmarke zu entfernen. Und deswegen befindet sich der ganze Rechtsstreit inzwischen in der zweiten Runde. Ravensburger zog vor das Münchner Landgericht. Das Urteil soll am 31. Januar des kommenden Jahres fallen. Also es ist ja momentan, ist es ja ganz, ganz heiß mit der ganzen Verklagerei. Ich erinnere mich noch an die Klage von Apple gegen Samsung, weil sie... Ich versuche mich jetzt mal an die Anklagepunkte zu erinnern. Das war halt so unglaublich lustig, weil sie ein digitales Gerät rausgebracht haben, das flach ist und schwarz ist und ein Touchscreen hat und abgerundete Ecken hat und so weiter und so fort und irgendwie internetfähig ist und so. Und deswegen wäre das ja geklaut vom iPad. Und das ist, ja, also dass man da sagen könnte, das ähnelt dem iPad jetzt doch sehr, das verstehe ich, aber halt in diesen Anklagepunkten aufzuführen, es ist schwarz, es hat abgerundete Ecken, muss ich sagen, finde ich persönlich irgendwie witzig, ich musste damals schon schmunzeln. Ja, also auf alle Fälle, wenn ich mir überlege, wie viele technische Geräte sich ähneln wie ein Ei dem anderen, DVD-Player, Fernsehgeräte, ne, oh mein Gott, ich verklag's dich jetzt, weil du hast ja hier so einen großen Kasten, der ist eckig und hat so eine Bildröhre und Bildschirm und da kann man das mit so einer Fernbedienung steuern. Also ist natürlich sehr, sehr lustig, was da immer so für Punkte angebracht werden, aber viel, viel lustiger ist, dass man sehr oft mit solchen Klagen vor irgendwelchen Gerichten dann auch den Erfolg hat und das ist halt dieses ganz knallharte Marketing. Aber du, wenn ich gerade Apple höre, weißt du, was mir da so einfällt? Ja, mir fällt auch gerade eine lustige Klage von Apple ein, das erzähle ich dir gleich. Okay, ja, nee, dann bring du erstmal deine Klage, weil bei mir geht's in eine andere Richtung. Achso, na, mir fällt gerade noch so ein, wo wir gerade bei lustigen Klagen sind. Apple hat einen Laden, ich weiß nicht mehr, was das für ein Laden war, ob das jetzt ein Laden, Kuchenladen oder ich glaube ein kleines Café, irgendwo in NRW verklagt, weil die auch als Logo einen Apfel haben und in diesem Apfel siehst du quasi, also es ist ein roter Apfel mit einem weißen Scherenschnitt von einem Mädchengesicht. Und da hat Apple dann auch dieses Café verklagt wegen Markenrechten, weil das mit dem Apple-Apfel verwechselt werden könnte. Das erinnert mich genauso wie dieser Rechtsstreit zwischen dem Leipziger Radiosender Jump FM und dem Berliner Frühstücksprogramm Jam FM, wo Jam FM Jump FM verklagt hat wegen der Namensähnlichkeit. Wobei dann auch viele Leute gesagt haben, dass die Ähnlichkeit zwischen Jam FM und Jump FM ist ungefähr genauso gleich wie zwischen Marmelade FM und Springen FM. Also eigentlich gar nicht. Ja,
Aber du, nee, wenn ich gar nicht gerade Apple höre, ja, letzte Woche ist ja nun endlich Minecraft erschienen. Man mag es kaum glauben, nach all den Jahren in Alpha, Beta, Pre-Releases ist jetzt Minecraft endlich draußen. Und wir haben uns dann noch überlegt, ob wir Minecraft mit in den Playcast nehmen. Aber jetzt ist auch Minecraft so ein Spiel, da wurde die letzten zwei Jahre so intensiv drüber berichtet, weil es auch die ganze Zeit zu spielen war. Und da hat jeder schon so tief drin gesteckt, dass ich glaube, dass der Release einfach nur noch so ein Event für sich war. Aber ansonsten hat sich für die Spieler jetzt nicht so viel verändert. Klar, kamen jetzt noch ein paar Features mit hinzu, die man sich ja auch schon vorher gewünscht hat. Aber im Endeffekt haben ja viele schon seit Jahr und Tag Minecraft gespielt. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass jetzt auch endlich eine iOS-Version von Minecraft draußen ist, nämlich für iPhone, iPad und iPod. Ja, kann man sich jetzt Minecraft auch im App Store besorgen und ja, da eben den Klötzchen Spaß auch für unterwegs haben. Yay! Yay! Ob das auf meinem iPod Nano auch funktioniert? Keine Ahnung, aber ich mag es zu, ich würde es bezweifeln. Aber lustigerweise gibt es jetzt auch schon die ersten Screenshots von der Xbox 360-Version von Minecraft. Da bin ich immer noch so gespannt drauf, wie die das umsetzen wollen, dass du da quasi mit diesem Kinect-System da die Klötzchen bewegen kannst. Also ich sag mal so, man sah ja schon echt bescheuert aus, wenn man dieses Scheibenwischspiel bei diesem PlayStation-Ding mit der Kamera, bei diesem iToy, genau, beim iToy, gemacht hat. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie man vor seiner vor seinem Fernseher steht und Kohle abbaut. Dann steht der Yuga vor dem Fernseher mit diesem lustigen Kinect Ding. Stimmt nicht, bei Kinect hat man ja keinen Grund. Nee, so und steht und hackt und singt dann die ganze Zeit Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja, egal. Aber kommen wir mal hier zum nächsten Titel. Bevor wir uns jetzt hier im Minecraft- und Kohle-Song verhaspeln, kommen wir zu Torchlight 2. Ja, einem sehr heiß erwarteten 3D-Hack-and-Slay-Abenteuer. Der erste Teil schlug ja eigentlich wie eine Bombe. Der zweite Teil, ja, den will jeder spielen. Ich natürlich auch. Aber jetzt gab's die Hiobs-Botschaft. Runic Games verkündet, ja, Torchlight 2 kommt erst im nächsten Jahr, sprich 2012. Die Begründung, das erste Torchlight wurde in Rekordzeit fertiggestellt, wodurch kleinere Fehler entstanden sind, welche wir mit einer längeren Entwicklungszeit hätten vermeiden können. Die Verschiebung beruht auf qualitativen Gründen, welche wir in den nächsten Monaten unbedingt weiter ausbauen wollen. Finde ich natürlich gut. Ich meine, okay, ich finde es nicht gut, jetzt auf Torchlight 2 warten zu müssen, aber ich finde es gut, wenn dann das Spiel auch fertig auf den Markt kommt, weil wie oft erleben wir es, dass Spiele ja einfach rausgehauen werden, um einen Termin einzuhalten oder um endlich mal auch Geld zu verdienen und nicht nur Geld auszugeben, und dann bekommt man da so ein verpacktes Etwas und darf sich dann freuen, das Ganze in Händen zu halten, aber nicht spielen zu können, weil es nicht geht. Da nehme ich persönlich lieber ein bisschen mehr Entwicklungszeit in Kauf und freue mich dann lieber ja auf den stundenlangen Spielspaß, den ich hoffentlich mit Torchlight 2 haben werde. Ja, kommen wir von wir müssen noch ein bisschen warten zu hey, bald geht's los, denn Publisher Frogstar schickt euch in die Closed Beta zu Elysium und das schon am 19. Dezember, also ist gar nicht mehr so sehr lange hin. Zumindest diejenigen, die hier einen Key abstauben konnten und jetzt in der Lage sind, dann quasi ab dem 19. die ganze Welt auf Herz und Nieren zu prüfen. Ihr kennt das, Bugs suchen, in Fehlerlöcher fallen und so weiter. Das Ganze passiert von Anfang an direkt hoch zu Ross. Ihr bekommt ein Reittierchen, das euch auch im Kampf unterstützt und ja auch die Eigenschaften des Spielers oder die Fertigkeiten des Spielers mit verstärkt. Ihr habt sozusagen ein reitbares Pet, das ihr aber auch dann erstmal großziehen müsst. Ihr könnt euch ein Eichen besorgen. Das bekommt ihr von ja, zahlreichen Händlern im Spiel. Das schlüpft dann natürlich irgendwann und wenn es dann sein Jugendtieralter erreicht hat, könnt ihr schon besondere Fähigkeiten hinzufügen. Und sobald sie nach einiger Zeit ausgewachsen sind, können sich dann die stolzen Mount-Besitzer auch auf den Rücken ihrer Haustierchen schwingen und so in die Schlacht ziehen. Oder so. Ein bisschen verwunderlich ist es natürlich, dass es bei Elysium so schnell geht. Das Spiel wurde ja nun gerade erstmal ja in der Gamescom-Woche oder kurz davor war es, angekündigt. Und jetzt geht es schon in die Closed Beta. Ja, bei Terra Online warten wir schon sehnsüchtig seit
ja, man kann schon sagen, seit Jahren drauf. Aber gut, jetzt wird Terra Online wahrscheinlich auch viel, viel umfangreicher als Elysium werden. Dennoch freue ich mich auch auf Elysium, gerade eben auch, ja, wegen dieser, ich sag mal, Pet-Mount-Kämpfe, die es da geben wird. Ne, auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Sache. Meine Beta-Key habe ich schon hier bereit liegen und ich freue mich auf den 19. Dezember. Aber wo wir gerade hier bei Daten sind, liebe Draki, weißt du, was am 15. November 2001 war? Da bin ich gerade aus dem Ei geschlüpft. Achso. Ja, quasi fast. Ja, am 15. November 2001 erschien Halo Combat Evolved. Ja, damals noch für die Xbox, ne, der Ur-Release, und zeigte, dass ja auch auf Konsolen Shooter möglich sind, Shooter Spaß machen, und war einfach mal technisch allen derzeitigen PC oder damalig derzeitigen PC-Shooter meilenweit überlegen und für viele auch ein Grund, sich dann die Xbox zu kaufen, weil hier wurde zum ersten Mal die Grafikpower der Konsole voll präsentiert. Ja, und das Halo-Franchise zieht sich ja auch noch bis heute erfolgreich weiter. Und so feiern wir jetzt 10-jähriges Bestehen von Halo und das Ganze natürlich noch mit der Halo Combat Evolved HD-Version als Remake. Das erinnert mich jetzt irgendwie an dieses lustige Eyebash-Zitat, wo jemand schrieb, er hätte eine E-Mail von seinem Informatiklehrer bekommen. Liebe Mitschüler, auch im Informatikkurs ist das Erscheinen von Halo 3 kein Feiertag. Ja, Halo ist wirklich einfach so eine Reihe. Das erste Spiel, also ich habe wirklich nur den ersten Teil gespielt, hat einfach gezeigt, wie leistungsfähig die Xbox ist, und gerade Shooter, die ja eigentlich in vieler Hinsicht noch bis heute so eine PC-Domäne sind, eben auch sehr gut auf Konsolen möglich sind. Und das Ganze auch noch aus dem Hause Microsoft, beziehungsweise nämlich Bungie war das damals noch. Genau, Bungie war das noch. Also eigentlich noch ein hauseigener Titel. Also ja, viel mehr Props konnte das Spiel eigentlich gar nicht bekommen. Yay! Yeah! Ja. Ja. Wie auch immer, wir feiern jetzt noch einen viel, viel, viel größeren und vor allem in der Gaming-Welt viel wichtigeren Erfolg. Weißt du, von welchem ich rede? Ich kann's schon erahnen. Ja, ich meine, der größte Erfolg diesen Sommers oder Herbst oder wie auch immer. Trommelwirbel. Irgendwann musst du noch Beatboxen lernen. Der größte Erfolg dieses Herbstes in der Gaming-Welt. Wir bedanken uns bei 5000 Fans bei Facebook. Yeah! Playmassive und Playnation sagen danke. Ja, damit auch natürlich die Draki und meine einer 5000 Fans. Fuck yeah! Dann sind wir gut. Wir sind die Besten. Wir sind so beliebt. Wir haben 5000 Freunde. Ja, 5000 Fans. Keine Freunde, es sind Fans. Das ist ja noch viel besser. Yeah. Wer braucht Freunde? Wir haben Fans. Genau. Wir haben Fanboys und Girls. Aber weißt du, was noch viel, viel cooler ist? Was denn? Wir steigern uns heute nur. Es ist Feierabend. Yay, geil. Die geilste Zeit des Abends, des Tages, der Feierabend. Ich hab den Arbeitskollegen, der singt immer Feierabend, was für ein schönes Wort. Ja, liebe, liebe Leute, wir sind hier schon am Ende. Das macht uns natürlich nicht fröhlich, sondern traurig. Aber ihr hört uns ja auch in der nächsten Woche schon wieder. Mit so super derben Themen und mit dem Hyuga. Und mir, der Draki. Deswegen wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Nacht oder auch eine schöne restliche Woche. Guten Hunger, guten Morgen, einen schönen Tag oder süße Träume. Genau. Und nochmal ganz dickes Danke. 5000 Fans, ihr seid echt die Besten. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder am Start seid, wenn es wieder Zeit ist für den Playcast. Wenn ihr aber bis dahin nicht genug bekommen könnt von Gaming, PlayNation.de, PlayMassive.de, das sind eure Seiten. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga und eure Draki. Tschüss.